Ach, ein wunderschöner Morgen hier in der Karibik und hey! Aufwachen, habe ich gesagt! Aber bleib mal stehen. Was soll Ah, ich das? muss jetzt ein Bad nehmen. Wurdest du Ohren gekotzt? Ja, du, ich hab dich mit Kotze beworfen, hast du mich angekotzt. Ist Gott daneben? Das war völlig weit daneben. Oh, meine Klasse, unsere neue Flagge ist auch wunderbar. 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 So, komm, du Ich weiß schon, steuerst. wie wir das. Ja, die Insel. So. Also wir haben eine Insel, wo wir hin müssen. Also wir haben zwei Inseln hier. Die sind, naja, eine ist im Osten, also Südosten, mehr östlich. Und die andere ist im Westosten, Ost-West. Also mehr östlich, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ne, nordöstlich. So rum. Nicht, scheiße. Wo fahren wir das hin? Ist mir egal, ich meine, die sind beide gleich weit weg, also. Also einer hast du gesagt östlich, ja? Eine ist so so ein bisschen südöstlich, aber mehr östlich. Und die Also ich andere denke, ist die sind das östliche. nordöstlich. Die andere ist nordöstlich, also. Ja. Was dir lieber ist. Also wir müssen hier einmal um die Insel herum, also. Ja, mach ich das nordöstliche. Alles klar. Muss ja mal kurz die Glocke läuten. Ein Erfolg. Oh. Na geil, Sturm, Niklas. Schön. Kannst dich gleich beim Sturm behaupten. Volle Säge, wenn er mal tschüss. Sag doch was. Ich meine, ich bin doch hier dein Mitmatrose oder wie auch immer das man nennt. Soll ich mal kurz gucken hier? Ja, wir sind auf Kokwo, du musst wieder ein Stück nach rechts. Ja, bist du auf Kurs. So wird uns eh jetzt irgendwo hinfallen. Ach, das schaffst du schon, Niklas. Was machst du da? Ja? Was machst du da? Denken. Was soll ich denn sonst machen? Leute, hier hinten geht gerade die Sonne auf oder unter? Weiß es nicht, Mann. Ich habe das falsche Instrument dafür. Stein, Niklas. Oh. Der Stein. Vorbeigefahren, Was ist geschossen. Leben gerade, Alter? Ich bin vorbeigeschossen. Ich treffe doch nicht mehr so beschissenen Stein, der steht. Kriegst du es da oben hin? Ja, passt Na, wir schon. sind gleich da. Noch ein Stück nach rechts.
Ja, stopp. Jetzt wird er in dem Sturm. Na, merkst du schon langsam. Immer nur gegenlenken. Hauptsache das goldene Ding ist in der Mitte. Immer gegenlenken, Gegners. Immer gegenlenken, Gegners. Gegners. Immer gegenlenken, Gegners. Das ist dein Schiffsrattenname. Dein Schiffname jetzt. Hier, dein Matrosenname. Gegners. Das ist dir verdient hast, Gegners genannt zu werden. Aber eins ist auf jeden Fall sicher, keiner würde uns durch den Sturm durchfolgen. Das mag ich auch zu bezweifeln. Die Insel da vorne, Niklas. Vorne rechts. Wir laufen ja mit Wasser voll. Wo ist mein Eimer? Finde ich aber auch geil gemacht, dass man dann mit Wasser voll läuft, wenn es regnet. Du sagst an, was du von mir willst. Ich bin überlegen, wo wir machen, wo wir tagen. So hier. Immer weniger Segel. Das Wasser ist ruhig hier jetzt langsam. Oh, shit. Bist du tot? Ja. Yeah. Ja, stell dich einfach nur irgendwie hin, ich komme schon in die Löcher. Mal, kannst du es auch? Was willst du denn von mir? Money. Was will ich denn Sim denn? Ich glaube, es ist die hier. Ja, bitte, zeig mir mal. Ich glaube, es ist die hier. Das ist die falsche, also die hier, ja? Ja, glaube ich, ja. Kann sein, weil ich kann noch mal gucken. Nee, ist doch nicht die, das ist die andere. Aber wir sind hier, das heißt. Warte mal kurz. Müsste direkt hier vorne sein, die Kiste. Ja, hier so. Hast du? Nee. Warte. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Alter! Alter, schön. Alter, das ist noch schlimmer als mein. Das bei Daylight, der zum Freddy hinter dir steht, Alter. Oh, nee! Liebe Schaufel sehen? Hallo? Hä? Mir hinter die Schaufel nicht. Danke jetzt. Hä? Wo denn? Wo hier sein, oder? Ah, da. Ah, hier. Billotruhe. Guck mal, da ist wieder eine Statue im Wasser. Attacke.
vor. Ja. Ich finde, das sieht so krass aus irgendwie. Kaputt. Komm wieder zum Chef. Ja, wir können uns ja auf der Insel umschauen. Machen wir auch machen. Ich meine, so viel Chefs haben wir jetzt noch nicht, dass man da weinerlich sein muss. Ist das jetzt auch nichts Besonderes? Nee. Hier ist noch. Nee. Da ist eine Blume, die leuchtet, Alter. Eine Blume, die leuchtet? Alter, voll sexy sieht das hier aus. Das sind die Blumen, die leuchten hier. Oh, die auch sehen. Also vor unserem Schiff. Und da leuchten Blumen. Ich hab Pulver fast gefunden. Und da kommen Skelette. Ich frag mich, welcher Vollidiot ein Pulverfass herstellt und da noch einen Lunter reinhaut. Aber ein Pulverfass gefunden. Das ist schon ziemlich dämlich eigentlich. Ich bin jetzt da im Tunnel, wenn du dich umdrehst, da unten. Ja, da sind leuchtende Blumen. Mal angucken. Oh, das kommt jetzt nicht auch ziemlich komisch vor, dass sie da einfach Pulverfass machen und da dann einfach eine Lunte direkt reinstecken. Ja, komisch, ja. Was sag ich denn hier, diese Blumen hier? Warte, ich höre eine komische Musik. Hab ich auch gerade gehabt. Was war das eben? Was Besonderes oder so? Hallo schwarze Schlange, die überhaupt nicht bedrohlich aussieht. Oh, noch mehr Pulverfässer. Nice. Oder will ich jetzt nicht unbedingt gleich direkt runterspielen? Oh Leute, da ist noch eine Statue. Ha! Da will ich jetzt aber echt nicht runterspielen. So. Oh lol. Hier hört man jetzt auch Grillen auf den Inseln und so weiter. Ist das auch schon mal aufgefallen? Also Insekten. Hä? Ja. Was? Was gibt's hier? Man hört auch, hier, wenn man jetzt im hohen Gras oder so läuft, hört man auch Grillen und so weiter. Also halt Insekten, die so. Ich dachte schon, Alter. Die erschrecken mich doch nicht so. Egal, ich hole mal das Pulverfass und noch die Statue und dann haben wir bestimmt schon alles erkundet, oder? Boah, bestimmt. Oh, wieder eine blaue Statue. Na dann. Jawohl, ja. Was ist das? Ich hab's zuerst gesehen. Skelette. Da ist noch ein Skelett mit einer Shotgun in der Hand.
Aber ich ist nicht mal am Leben. Aber nicht mal nur noch mal geht durchlaufen, sind wir schon beim Schiff normalerweise? Ja, du musst dann nur durchlaufen. Ach, das ist auch geil. Ja, perfekt geparkt hier. Hat man ja perfekt geparkt, ja. Niklas, ich bin stolz auf dich. Danke. Siehst du da hinten die Möwen? Ist da vielleicht ein Fach oder so? Ich weiß nicht, was die Möwen bedeuten, aber ich kann da gerne nochmal hinlaufen. Fuck. Warst du auch schon in der Wasserfallhöhle da drüben? Hey. Nee? Ja, hab den nicht mal gesehen. Warum sieht's aus, als würde es einen Höhleneingang geben? Da hinten ist nichts, oder was? Weiß ich nicht. Was? Vielleicht gibt's den Schatz, oder die Möwen zeigen irgendwas. Ja. Ich guck mal nach dem Höhleneingang hier, für diese Wasserfallhöhle. Slenderman! Höhleneingang. Das hier sieht nach einem Höhleneingang aus. Ja, sieht man sehr verdächtig nach einem Höhleneingang aus. Alter, was ist das denn hier alles? Junge! Ich brauche meine Laterne, Alter. Ist voll dunkel. Da ist hingekommen. LOL! Hör da auch hin. Okay. Ja, warte, ich komm mal zurück. Okay, so, ich finde den Weg schon. Bist du denn jetzt? Herr Niklas, du weißt doch oben, wo die Kanone war von dem Skelett, oder? Ja, da oben ist der Eingang irgendwo. Hier ist so ein paar Büsche versteckt. Das ist eine Fackel an der Wand. Und so ein Schweinekopf an den Stein gemalt. Wir haben eine Kürze gefunden. Was denn für eine? Und das Seefahrers wieder. Okay. Aber ich bin in der Höhle dann, glaube ich, die du meinst. Alter, der ist hier voll verwinkelt. Okay, das sieht richtig, richtig geil aus. Alter, sieht das geil aus. Leck mich fett. Warst du das? Hey. Ich hab doch gerade den Namen gesehen, eben da wegrennen. LOL, hier ist sowas wie ein Schrein. Sieht mal geil aus. Toll. Oh, ah! Ach Gott, jetzt gibt's so eine, es gibt auch solche Sachen, so eine Map-Dinger, wo halt auch Skelette sind. Da kannst du irgendwo etwa, also ich weiß nicht, ob die Mission ist oder nicht, auf jeden Fall kannst du da ganz viele Skelette töten. Das ist eine richtig viel, also da hast du richtig viel Wellen an Skelette. Ob Gold oder Schatten, ne? Und dann öffnet sich da irgendwann so ein Tor und da sind so viele Schatzdinger drin. Okay. Gut, das müssen wir aber erstmal finden, ne? Ja. Aber ich glaube, die Truhe war hier lang, können. Das sehe ich mitgenommen. Genau, ne? Scheiße, wo ist sie? Ja, hier, da. Ach, da, ich sehe sie. Zack. Wuhu! Yay! Oh. Mal was Neues entdeckt hier. Eigentlich, warte mal. Aber eigentlich könnten wir gerne mal auf die, so eine Insel gehen, wenn du willst. Weißt du denn, wo so eine ist? Ja, hinter uns. Hinter uns ist so ein Ding, oder was?
Ja, ich will einfach mal testen, warum nicht? Ach, du meinst die Fortress-Dinger? Niemand. Ja gut, Niklas, aber die sind erst aktiv, wenn ein Totenschädel drüber ist. Oh, da ist das also. Okay, ich wusste nicht, wie das einfach, also, ob das random ist oder nicht, keine Ahnung. Okay, wir haben noch. Niklas, du musst Richtung Nordwesten. Ja, das sind die spawnen dann einfach random auf den Skelett vor. Das sind halt die Fortress von Skeletten und da macht man halt. Ist es halt komplett random. Ah, zu zweit oder alleine schafft man das nicht. Da muss man, glaube ich, wirklich schon mit einer 4-Mann-Crew dahin. Weil das auch Spieler anlockt. Ach, da ist ja noch ein Loch. Aber hier dahin ist ein Wrack. Wo ist ein Wrack? Da rechts. Und dann fahr hin. Mal her, wo siehst du denn da einen Wrack? Ich sehe keinen Frack. Ich habe von den Meeren bedeckt. Ah, oh, wir werden von der Insel beschossen, alles gut. Ja, da könnte uns treffen. Ganz knapp. Da könnte uns auch treffen. Ach, da ist ein Frack. Der hat uns nicht getroffen. Der könnte uns aber jetzt treffen. Weil der sieht gut aus. Oder? Nee, der versenkt. Der verkackt vorher. Okay, wir sind glaube ich aus der Schussreichweite. Oder? Sieht so aus. Ja, wir sind aus der Schussreichweite. Haben wir irgendwo ein Loch? Noch Wasser drin ist? Nee? Okay, dann habe ich es noch vorhin nicht rausgemacht. So, ich bin am Anker. Nah wie möglich ran, hä? Also nah wie möglich ran, muss ja tauchen. Oh, oh, Standbild, ich hatte gerade Standbild. Anker! Ja, das reicht. Ja. Abtauchen! Mann, ich will auch irgendwann so ein fettes Schiff haben. Das Wrack der Wrath of the Hades. Ja, ich habe eine Kiste gefunden. Kiste mit seltenem Tee. Oh. Da hinten ist noch eine Kiste, eine goldene Kiste hier unten. Kapitänskiste? Okay, warte, ich komm runter. Aus, ja. Wenn du die Treppe runter schwimmst, hinten. Also einmal umdrehen dann. Bananen. Noch mehr Bananen? Hä? Ach, nee, doch. Nee, hä? Nee, ich bin hier. Nicht? Ich bin hier falsch, warte. Ach so, ich bin ja komplett falsch. Okay, warte. Wieder hoch. Ach, hier, okay. Was? Nee, nur eine Truhe des Plünderers. Sonst ist hier gar nichts mehr? Sonst ist da, war da unten. Also ganz unten habe ich jetzt nichts gesehen auf die Schnelle. Ich meine, kannst du mal gucken gehen. Nee, sehe ich jetzt auch nicht. Okay. Au! Ha! Au! Ei?
Alter, das war ein Hai, Alter! Oh, der hat mich gerade voll angegriffen! Aua! Ich bin fast tot! Ja, das ist wirklich nice. Komm rüber, Niklas! Ess aber voll eine Banane oder so, wenn du nicht volles Leben hast. Alter, den habe ich gar nicht gesehen! Holy, hat er mich gerade erschrocken. Okay, wir müssen Richtung Nordwesten. Nordwesten. Okay. Ja, lol. Siehst du auch dieses Geflickte da in unserem Segel? Da oben links? Ja. Das sieht voll komisch aus irgendwie. Bei jedem sogar, bei jedem Segel sogar. Also wir sind geradewegs auf Kurs. Na, hinter den Felsen müsste dann die Insel sein, glaube ich. Guck mal, ist hier beim Außenposten. Kann man das abgeben? Ach, kann man auch machen. Eigentlich kann man das wirklich machen, Chef. Ja, komm, dann drehe ich hier nochmal. Obwohl, man kann auch hier halten, oder? Ja, halt erstmal da vorne noch. Das ist halt zu weit. Ey, Segel. Der Anker. Das wird Bild. Also kein Vertrauen hier. Das ist wirklich. Kein Vertrauen hat der Junge. Also ich bin erstaunt. Hey, gut, es kratzt mir noch ein bisschen am Boden, aber ich glaube, wir kriegen keinen Lauf. Was macht unser Schiff da? Okay, es hat sich nur umgedreht. Alles gut. Ich dachte, das wäre jetzt weg, einfach mit der ganzen Beute. Wo ist der Drohnenhändler da unten? Ah, ja. Ah, 342 und 193. Nicht schlecht. So, und sobald wir abgegeben haben, alles müssen wir die Folge beenden, weil wir sind jetzt bei 27 Minuten schon. Ey, wir haben so viele Schießpulverfässer. Ja, also wenn da jetzt jemand gekommen wäre, hätte er drauf geschossen, wir wären so am Arsch gewesen. Wir sind die Schwacken aus dem Wald. Was denn, wir sind die Schwacken aus dem Wald, die bringen Schießpulver mit. Ah. Was hat sie gemacht hier? Hä? Achso, ja. Es riecht gerade nach Regen so ein bisschen gerade, ey. Bei dir riecht es nach Regen. Mhm. Oder frisch gemähten Gras, eins von beiden. Ich kann den Geruch noch nicht auseinanderhalten. So, ich habe meine Schießpulver. Noch eine Kiste, oder? Eine Kiste und eine Teekiste aber noch. Also die Kiste habe ich schon da. Welche? Die Teekiste? Ah, okay. Ja. Die Teekiste bringt man auch noch. Ja, auch Handelsbund. Alles Handelsbund. Ich glaube, Tee war auch so ein seltenes Handelsgut. Ja, 415 Münzen für Tee? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man mit leben. Jetzt kam der mit dem verkauft an. Das war's, ne? Oh. Ja, das ist das letzte. Oh, Kacke.
Eine Kiste mit dem seltenen Tee hat nicht gereicht, um mein Level auf 15 zu bringen. Hätte ich gleich mal upgraden können. Ballert der erstmal durch die Gegend. Hast du dich gerade selbst gefeuert? Hast du dich gerade Richtung Frack gefeuert? Nein. Irgendwo. Nirgendwo. Ja. Ja, gut, dann erstmal Folge beenden, Niklas, weil das ist ja ein bisschen wieder hier, ne? Weißt schon und so? 30 Minuten ist schon Eco-Niveau.